Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Berlin verfügt über eine breit gefächerte Fraueninfrastruktur mit hochprofessionell arbeitenden Expertinnen. Obwohl nie bedarfsgerecht ausgestattet und nur untertariflich bezahlt, haben die Frauenprojekte ihre Angebote kontinuierlich weiterentwickelt und immer mit Blick auf die realen Bedingungen vorangebracht. In Berlin gibt es ausreichend Möglichkeiten, frauenspezifische Angebote für Flüchtlinge anzubieten. Unser Antrag hat das Ziel, geflüchtete Frauen für den Arbeitsmarkt fit zu machen und ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Das schließt auch ein, dass sie natürlich auch menschenwürdig untergebracht werden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal hier aufrufen, weil nach mir nicht direkt, aber danach wird ja Frau Vogel reden. Da würde ich gerne Sie mal bitten, mir zu erklären, wie das Sie zusammenfügen kann, wenn Sie hier noch mal begründet, warum Sie unseren Antrag ablehnt, dass Sie als Kreisvorsitzende der CDU-Chefin bei einer Demonstration gegen Flüchtlingsunterkünfte Seite an Seite mit NPD-Mitgliedern gegen Flüchtlinge mobil gemacht hat. Scheinbar, weil wir setzen uns hier mit diesem Antrag für geflüchtete Frauen auch ein. Scheinbar wollen Sie tatsächlich am rechten Rand fischen. Ihre Rechnung, damit Stimmen zu fangen, wird, glaube ich, Frau Vogel nicht aufgehen, da die Wählerinnen und Wähler lieber leider das Original wählen, also die NPD oder die AfD. Sie jedoch machen mit Rechtspopulisten diese neofaschistische Partei salonfähig. Und ich finde das widerwärtig und kann das auch nicht nachvollziehen, wenn Sie jetzt nachher zu diesem Antrag reden. Das muss ich noch mal hier deutlich machen. Genau, also unser Antrag zielt darauf, dass wir Frauen für ein selbstständiges Leben fit machen wollen und damit die bestehende Infrastruktur der Frauenprojekte für diese Integrationsarbeit ausstatten. Und das muss viel stärker gefördert werden. Immer noch arbeiten die Mitarbeiterinnen in den Frauenprojekten ohne tarifgerechten Lohn. Mit dem Haushalt 2016 und 2017 hat der Senat leider wieder einmal die Chance verpasst, Frauenprojekte bedarfs- und tarifgerecht auszustatten. 12,4 Millionen Euro stehen als pauschale Mittel für die Finanzierung der Flüchtlingsarbeit zur Verfügung. Wir fordern, dass 10%, also 1,24 Millionen Euro, für die Erweiterung von Angeboten von Frauen verwendet werden. Diese sollen Flüchtlingsfrauen den Zugang zur bestehenden Berliner Infrastruktur ermöglichen. Frau Senatorin Kohlert wies im Ausschuss darauf, dass die 3,7 Millionen Euro der Senatsverwaltung Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen für die Flüchtlingsarbeit bereitstehen. Diese Mittel seien für geflüchtete Frauen eingesetzt worden. Verteilt man aber diese Mittel auf die vier Bereiche, die ich schon genannt habe, so wären das gerade einmal 930.000 Euro für den gesamten Frauenbereich. Dabei bleibt auch nicht viel übrig für die Erweiterung der Angebote der Frauenprojekte. Und einmal mehr wird deutlich, dass der Frauensenatorin der politische Wille fehlt, die Situation von geflüchteten Frauen in den Fokus zu nehmen. Sie haben, Frau Senatorin Kohlert, wenn Sie mir jetzt zuhören, mit der Höhe der Mittel sich einfach zufrieden gegeben. Dabei haben Sie ein großes Ressort, ich habe ja aufgelistet, und Sie hätten tatsächlich Ihren Anspruch geltend machen können und müssen. Und das haben Sie leider wieder mal nicht gemacht. Darüber hinaus trafen Sie eine Aussage im Ausschuss, die ich überaus befremdlich fand, und die Vertreterin des Berliner Frauennetzwerkes ebenso. Sie als SPD-Senatorin haben sich ganz in CDU-Manier von der Doppelstrategie bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit verabschiedet. Stattdessen spielen Sie Gender Mainstreaming und die strukturelle Förderung der Frauenprojekte gegeneinander aus. Dabei haben wir in unserer gemeinsamen Regierungszeit immer den Grundsatz vertreten, eine Doppelstrategie zu fahren, die beides beinhaltet. Denn es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch.
Solange es die strukturelle Diskriminierung von Frauen gibt, brauchen wir diese Doppelstrategie. Und deshalb bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank.